Okay, Oma sagt, Sie haben vor allem die zweite Hälfte gut gespielt und das haben Sie vor allem den Fans zu verdanken, weil die viel Energie gebracht haben. Sie hatten das Glück, heute daheim zu spielen, wo Sie eben die ganzen Fans da haben und das hat Sie heute so gepusht, dass Sie das Ding doch noch heimgebracht haben. Die letzten Ligaspiele haben Sie ja verloren, von daher möchte ich jetzt mal von ihm wissen, wie der Coach Sie heute auf das Spiel gegen Frankfurt vorbereitet hat, ob da irgendwas anders war und warum es dann heute so gut funktioniert hat. Omar, in the league, Ulm lost the last 3 games out of 4. How did the coach try to prepare you for the game against Frankfurt? Was there something different? We talked a lot about just playing hard because, you know, with the Euro Cup games, you know, the focus has been more on that than the BBL. So coach just talked a lot about focusing on the BBL just as important as Euro Cup. And I think the guys did a good job of that tonight. Okay, also der Coach hat Ihnen gesagt, Sie müssen jetzt einfach auch wieder den Fokus genauso auf die BBL legen wie auf den Eurocup. Sie können sich natürlich nicht nur auf den Eurocup konzentrieren und das haben Sie eben verinnerlicht, haben heute wieder den Fokus genauso auf ein Ligaspiel gehabt wie sonst auch auf dem Eurocup und deswegen hat es heute funktioniert. Es war jetzt auch sein erstes Heimspiel heute hier in Ulm. Ich möchte mal wissen, wie er das erlebt hat. Omar, it was for you your first game at home tonight at Ulm. How have you experienced it? It was great. It was a great night for the first game at home to win and, you know, to help play and everything was amazing, you know. So I was really nervous because I haven't played in a game in over a year. So to come in and play and to win, it feels really good. Okay, er sagt also, für ihn war es natürlich ein ganz toller Abend. Er hat sich sehr darauf gefreut. Er war sehr nervös, zum ersten Mal jetzt hier daheim zu spielen. Aber es ist eine ganz tolle Atmosphäre hier. Die Fans haben ihn super aufgenommen und deswegen war es ein super Abend für ihn. Okay, your stats tonight. You played 12 minutes, made 5 points and 4 rebounds. Er hat 12 Minuten gespielt, 5 Punkte gemacht und 4 rebounds. Bitte ein kurzer Applaus für Oma. It's your applause. It wasn't that good. Are you satisfied with your performance tonight? Bist du zufrieden mit deiner Leistung? I could always play better, but I think that part of my job is to help John get a rest and to bring energy when I'm on the court more than try to score, you know, get rebounds. So I thought I did a good job of that. John got the rest he needed and he still was able to score 20 points. So I feel like I did a good job, but you know, you can always be better. That's the beauty of basketball. Okay, er sagt, natürlich kann man es immer noch besser machen, aber er denkt, es war schon ganz in Ordnung heute. Er sieht seine Aufgabe vor allem dahin, John Bryant eine Pause zu geben, dass der mal vom Feld runter kann und sich ein bisschen ausruhen kann, damit er danach wieder mit voller Energie loslegen kann. Also für ihn ist es wichtiger, John zu supporten, ein bisschen Energie aufs Feld zu bringen, als jetzt selber zu punkten. Und von daher ist er zufrieden mit seiner Leistung. Okay, wir kommen zu ein paar persönlicheren Fragen. Und zwar habe ich gehört, dass er schon einen Spieler hier von Ulm vorher kannte, bevor er zu Ulm gekommen ist. Und ich möchte mal wissen, wer das ist und woher er ihn kennt. Omar, I heard, before you came to Ulm, you already have known one guy from the Ulm, from the Ulm team. Who is it and from where do you know each other? Well, it's John Bryant and I've known John since we were babies. So yeah, I've known him my whole life and we grew up playing against each other, so this is the first time we play together, so it's pretty cool. Also er kennt John Bryant schon sein ganzes Leben lang. Er sagt, sie sind zusammen aufgewachsen und sie haben früher immer gegeneinander gespielt und jetzt ist es das erste Mal, dass sie zusammen in einem Team spielen und das findet er ziemlich toll. Gut, dann habe ich noch gehört, dass sein Opa auch Basketball gespielt hat und sogar in der NBA. Ich weiß allerdings nicht, ob das stimmt, also frage ich jetzt mal nach. Omar, I heard your grandfather also played basketball, even in the NBA. Is that true? Yeah, my grandfather played for the Lakers a long time ago. So, yeah, it's pretty cool. And growing up, you know, he would always bring me to Laker games. And I got to meet, you know, all the Kobe and Magic Johnson and everything. So it was a lot of fun having that family heritage. Okay, also sein Opa hat tatsächlich in der NBA gespielt für die Lakers. Das ist für ihn natürlich auch ziemlich cool schon damals gewesen. Er hat ihn immer zu den Lakers-Spielen mitgenommen. Und ja, war natürlich eine tolle Erfahrung, einen Opa zu haben, der in der NBA gespielt hat. Damals Wahnsinn. Does he watch your basketball career and what does he think about that? Yeah, of course. He watches and he tries to coach me too much. He's my toughest critic. Like tonight he'll call me and say I played bad. So, but it's good. I love him and it's fun to have him.
Okay, also ich wollte jetzt gerade noch wissen, was dein Opa denn zu seiner Basketballkarriere sagt, ob er das natürlich verfolgt. Da sagt er, ja klar, der wird ihn jetzt heute Abend anrufen und erstmal sagen, dass er scheiße gespielt hat, weil sein Opa sein schärfster Kritiker ist. Aber er sagt, es ist in Ordnung, er coacht ihn eben immer aus der Ferne noch und er ist trotzdem froh, natürlich ihn zu haben. Okay, jetzt seid ihr dran. Ihr dürft Oma fragen, was ihr fragen möchtet. Now we are coming to the fan questions, ja? Auf Deutsch oder auf Englisch, wie ihr möchtet. Where are you from? Bravo. Wo kommst du her? I'm from California, United States, but California, so. Where's some nice weather and something? Yeah, very nice weather, beach. That's almost as cool as in Ulm, huh? Yeah, exactly. Also er kommt aus Kalifornien, da wo es schön ist, mit Strand und Meer. Sowas haben wir hier nicht zu bieten, aber wir haben immerhin die Arena. Wer möchte noch eine Frage stellen, ja? Was ist dein größtes Vorbild? Oh, okay, he wants to know, to who do you look up? Like what basketball players? Like an idol. I loved Shaquille O'Neal when I was growing up. Like, I thought he was really good, and that's probably my biggest idol that I looked up to as a basketball player. Okay, er sagt, also sein größtes Vorbild war eigentlich immer Shaquille O'Neal. Zudem hat er immer nach vorne geguckt. You know who he is? Okay, gibt's weitere Fragen? Seid nicht schüchtern. Ja, hier, komm mit. How old are you? How old are you? Wie alt bist du? I'm 24, so I'm getting old, but... 24 ist er und fühlt sich schon alt. Okay, gibt's weitere Fragen? Einfach die Hand heben. Vielleicht oben, da. Can you show us your beast tattoo? Oh, er möchte das Beast Tattoo sehen. Can you show us? Oh my God, es ist auf seinen Lippen. Oh, das ist echt cool, that's really cool. But probably it hurt, huh? Yeah, it hurt. It was tough. No, I'm beast, it's okay. Also er sagt, es hat überhaupt gar nicht wehgetan, weil er ist ein Beast und deswegen hat er keine Schmerzen empfunden, als es gestochen wurde. Okay, gibt's noch Fragen? Jawohl. Wie gefällt es dir hier? How do you like it to play in Ulm? I love it. I was actually talking to some of the guys on the team because a lot of them haven't played outside of Germany before, but I played in EuroLeague, so I've played in every country. And the fans here are special. Like, they're loud. The games are sold out. I played in EuroLeague games with, you know, 1,000 people in the crowd, and it's quiet, you know. So I love it here, and I heard next week's going to be really cold, so I'm nervous about that. But as far as the fans and the basketball, it's great, great. Okay, er sagt, also er fühlt sich hier sehr wohl, vor allem auch in dem Team. Er hat mit den anderen Jungs gesprochen. Viele von denen haben noch gar nicht in einer anderen Stadt gespielt in Deutschland, aber er kennt einige andere Teams und Städte, weil er eben auch in anderen Euroleague-Mannschaften gespielt hat. Und da war er bei Spielen, da waren nur 1000 Fans oder sowas. Und deswegen sagt er, das ist hier was ganz Besonderes. Es ist eine besondere Atmosphäre, die Fans sind unglaublich laut. Also er mag sehr, sehr gerne hier, aber er ist ein bisschen skeptisch, weil es nächste Woche sehr kalt wird. Da hat er, glaube ich, noch ein bisschen Angst davor. Do you got a warm jacket for next week? I do, but I'm from California, so I might need 2 or 3 of them. It's so cold. Also er sagt, er hat zwar eine warme Jacke, aber er ist aus Kalifornien. Er braucht mindestens 2 bis 3 warme Jacken, weil es ihm einfach so kalt sein wird. But we are hoping it's just a week and then spring comes. So just cross your fingers. Gerade noch gesagt, wir hoffen einfach, dass es nur eine Woche lang noch kalt ist und dass dann der Frühling kommt. Habt ihr noch Fragen an Omar? Ich sehe keine. Doch. Wo? Oh, Entschuldigung. Noch immer so halb blind. Ob er will, dass John Bryant nächstes Jahr auch weiterhin in Ulm spielt. Okay. Do you want John Bryant to play next season in Ulm also? Of course. I was talking to him already about it. So, you know, I told him that if we win the BBL championship, he has to come back. So we'll see what happens, but that's the goal. Okay, er sagt, natürlich möchte er, dass John in Ulm bleibt. Sie haben auch schon darüber gesprochen. Und Oma hat John gesagt, also wenn sie die Meisterschaft gewinnen, dann muss John auf jeden Fall in Ulm bleiben. Jetzt sagt er mal schauen, was passiert. When you talk about that, what do you think? Does John want to stay here? Oh, I know John loves it here. And he's been here, you know, for 3 years because he loves it here. He's had chances to leave before. So I never understood why he stayed, and I was always like, you should go. But now that I'm here, I understand. It's a great place to be, and it's a great, great
great town as far as basketball and everything. So I think it'll be tough for him to leave, because he loves it here. So we'll see what happens. Okay, ich habe ihn gerade noch mal gefragt, als sie eben darüber gesprochen haben, ob John bleibt oder nicht, was John denn so gesagt hat, ob er glaubt, dass John hier bleiben möchte. Und dann hat er gesagt, ja, er denkt, dass es auf jeden Fall ein toller Ort hier ist zum Spielen und dass John sehr gerne hier ist, deswegen ist er auch schon seit 3 Jahren da. Und Oma hat gerade gesagt, er hat früher immer nicht verstanden, wieso John hier bleibt. Er hat immer gedacht, mein Gott, wechsel doch woanders hin. Und jetzt, seit er hier ist, versteht er, warum John so gerne hier ist. Er sagt, es ist natürlich ein toller Ort zum Basketballspielen und er kann jetzt nachvollziehen, warum John hier bleibt und hofft natürlich auch, dass er bleibt. Gibt es noch weitere Fragen? Nein? Ja? Nein? Okay, ich glaube, ich sehe niemanden mehr. Dann sage ich Dankeschön, dass ihr da wart. Thank you very much, Omar, for being here. Have a good night. And we are looking forward to seeing you. Thank you, Shane, everybody. Thank you, Shane. Ah. You're welcome.